Hallo, willkommen auf dem YouTube-Kanal Make Astronomy. Ich bin Astroino und leider noch ein bisschen erkältet, deshalb bin ich mit dem Video auch ein bisschen später dran. Und es geht in dem Video um den Sternenhimmel im November 2023. Am Abendhimmel haben wir die Planeten Saturn und Jupiter, das seine Oppositionsstellung erreicht. Am frühen Morgen haben wir eine Venus. Es gibt in diesem Monat eine Venusbedeckung, die sich am Vormittag beobachten lässt. Wir haben einen Kometen, der was fürs Fernglas ist, C2023H2, kann eine Helligkeit von 7 Mach erreichen und ist am Abendhimmel zu sehen. Und natürlich gibt es auch sonst viele schöne Objekte am November-Nachthimmel, die man beobachten kann mit dem bloßen Auge, mit dem Fernglas und mit dem Teleskop. Und darum geht es in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ihr wisst ja, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt und am allermeisten natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Mittlerweile habe ich die 1000 Abonnentengrenze geknackt. Das freut mich und das zeigt auch, dass es Interesse an dem Sternenhimmel gibt. Okay, also viel Spaß beim Anschauen. So, ich hoffe, dass ich jetzt mit meiner Stimme einigermaßen hinbekomme. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ein bisschen besser wird. Wir haben ja jetzt schon Anfang November, ja. Aber es ist einfach noch nicht besser geworden. Was soll's? Ich mache jetzt die Monatsvorschau einfach mal ein bisschen heißer. Ich hoffe, ihr ertragt es. Gut, für die Präsentation verwende ich die kostenlose Planetarium-Software Stellarium. Ein Link dazu werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt euch die Software dort herunterladen und auch verwenden. Bei Stellarium habe ich einen Ort angegeben, 50 Grad nördlicher Breite, 10 Grad östlicher Länge. Den Ort nenne ich mitten in Deutschland. Sämtliche Zeiten, die ich hier sage, sind mitteleuropäische Zeit, ja, und beziehen sich auf diesen Ort. Ich fange mit dem Sonnenlauf im November an, ja. Die Sonne befindet sich Anfang November im Sternbild Waage. Achtet mal hier auf den Mars, weil der Mars wird seine Konjunktionsstellung am 18. November erreichen. Da ist er hinter der Sonne. Das lässt sich natürlich nicht beobachten. Die Sonne ist dazu viel zu hell. Die Sonne wandert weiter im November Richtung Sternbild Skorpion, das sie auch am 24. erreichen wird und auch den Rest des Monats drin verbleiben wird. Sehen wir uns nun an, ab wann es denn im November dunkel ist, ab wann kann man den Sternenhimmel beobachten. Das ist das Schöne, ja, die Sommerzeit, die ist beendet. Wir haben Normalzeit und man kann am 1. November bereits die Sonne um 16.57 Uhr untergehen sehen. Ja, die astronomische Dämmerung beginnt um 18.10 Uhr. Da sind die hellsten Sterne und Sternbilder zu sehen. Richtig schön finster ist es schon um 18.47 Uhr. Gegen Ende November verbessert sich das Ganze noch, ja. Die Sonne geht bereits um 16.21 Uhr unter. Um 17.40 Uhr kann man die hellsten Sterne und Sternbilder sehen. Und dunkel ist es schon 18.19 Uhr. Damit komme ich schon zum Mondlauf im November 2023. Wir haben abnehmenden Mond im November. Am 28. Oktober, da gab es ja diese partielle Mondfinsternis. Glücklicherweise hatte ich hin und wieder immer wieder Wolkenlücken, so dass ich diese partielle Mondfinsternis auch live streamen konnte. Wenn ihr wollt, ich verlinke mal den Link zu meinem Livestream. Schaut dort mal rein. Dort könnt ihr sehen, wie ich sie aufgenommen habe. Aber gut, wieder zum Mondlauf im November. Abnehmender Mond. Am 5. November haben wir abnehmenden Halbmond. Er nimmt immer weiter ab. So ab dem 7. 8. November beginnt die günstige Zeit für Deep Sky Beobachtungen und Deep Sky Fotografie. Das bedeutet, der Mond stört mit seinem Licht nicht die Beobachtung bzw. Fotografie des Nachthimmels. Neumond haben wir am 13. November. Danach nimmt er wieder zu.
ab dem 17., 18. November. Das ist so die Zeit, wo der Mond am Abendhimmel wieder schön beobachtet werden kann. Jeden Abend nimmt er ein bisschen mehr zu und entlang an seiner Tag-Nacht-Grenze der Terminatorlinie kann man wunderbar seine Krater und Gebirge beobachten. Am 20. November haben wir zunehmenden Halbmond. Der nimmt immer weiter zu. Am 27. November ist Vollmond. Kommen wir nun zu den Planeten im November 2023. Ich habe mal den 15. November eingestellt um 20 Uhr. Da kann man Richtung Südwesten den Saturn noch beobachten. Der Gasriese, der zweitgrößte Planet in unserem Sonnensystem. Ganz markant natürlich seine Ringe. Schon in einem kleinen Teleskop mit 70, 80 Millimeter Öffnung kann man diese Ringe beobachten. Und auch die Monde, die sich immer um den Saturn herum bewegen. Der Saturn, der wird immer früher untergehen am Laufe des Monats. Jetzt Anfang des Monats hat er eine Untergangszeit um 0.49 Uhr, gehe ich jetzt mal hier weiter auf den 30. November. Da geht er bereits um 22.55 Uhr unter. So, wieder zurück auf den 15. Ja. Neben dem Saturn ist der Jupiter der dominante Planet des gesamten Nachthimmels. Er erreicht am 3. seine Oppositionsstellung. Das bedeutet, Sonne, Erde und Jupiter bilden eine Linie und er ist damit auch am besten zu beobachten. Seinen Transit erreicht er am 15. um 23 Uhr 9. Dort steht er am höchsten. Hier bei Widder hat er schon eine recht günstige Position, wo er recht hoch am Himmel steht. Wenn ich hier mal auf 23 Uhr 9 gehe, dann schaue ich mir mal seine Winkelhöhe an. Die beträgt dann 53 Grad vom Horizont aus. Wenn die Planeten so hoch am Himmel stehen, dann bietet sich die Beobachtung besonders an, weil dann muss das Licht durch weniger Luftschichten hindurch und man kann mehr Details erkennen. Schon mit einem Fernglas sieht man die vier galileischen Monde. Ein kleines Teleskop ermöglicht es auch schon, seine zwei Wolkenbänder zu sehen. Was mir hier in Stellarium auch noch auffällt, das ist links daneben, da haben wir Uranus. Auf Uranus und Neptun gehe ich in meinen Monatsvideos selten ein, weil, ja, was soll, wie soll ich das jetzt sagen, sie bietet jetzt weniger Details. Also, ja, der Uranus zum Beispiel in einem Teleskop, dann sieht man ein grünes Fleckchen, ja, und beim Neptun sieht man ein bläuliches Fleckchen. Und man braucht auch eine gewisse Erfahrung, dass man diese Planeten findet. Ich wechsle mal zum Morgenhimmel, zur Venus. So. Die Venus geht um 3.21 Uhr auf, um minus 4,29 Mark ist sie natürlich auch sehr schön anzusehen und auch sehr hell. Ich gehe mal hier rein. Ähnlich wie beim Mond kann man bei der Venus auch diese Phasen erkennen. So ähnlich wie der Mond zeigt die Venus auch Phasen. Die Venus wird sich immer weiter von uns entfernen und wird auch zunehmen. Ich kann hier mal vorblättern, dann sieht man auch, wie die Phase hier steigt, ja, wie der beleuchtete Teil größer wird und wie das Planetenscheinchen kleiner wird. So, ich gehe wieder auf den 15. November. So. Und es gibt im November ein besonderes Ereignis, nämlich eine Venusbedeckung durch den Mond. Und zwar findet das statt am 9., da gehe ich mal hin. Ja, was ein bisschen blöd ist, es findet in den Morgenstunden statt. So. Oh. Ah, ich sollte allerdings die Atmosphäre wieder einschalten. Ich schalte hier bei Stellarium die Atmosphäre immer aus, ja, damit ich die lichtschwachen Himmelsobjekte besser zeigen kann. Okay, dann schauen wir uns doch mal an. Also wir haben den 9.11. Vormittags. Ich werde mich jetzt hier mal rantasten.
bis die Venus hinter der Mondscheibe verschwindet. So, da kommt schon der abnehmende Mond. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Und das ist 10.55 Uhr. Da ist sie schon etwas hinter dem Mond verschwunden. So, das ist hier dieser Bereich. Um 10.54 Uhr und 34 Sekunden, da berührt die Venus die Mondscheibe, ja, und verschwindet langsam dahinter. Mit einem Fernglas sollte das gut zu beobachten sein, auch mit einem Teleskop. Wobei, seid bitte sehr vorsichtig, denn die Sonne ist da. Ihr wisst ja, niemals ungeschützt mit einem bloßen Auge oder mit irgendwelchen optischen Instrumenten in die Sonne schauen, ja. Also, seid so gut, umgebt da hier Acht. Gut, 10.54 Uhr, wie gesagt, da verschwindet da die Venus. Ich habe da jetzt mir nicht extra Urlaub genommen, ja. Ich werde einfach mal ein Fernglas mitnehmen hier. Da haben wir auch den Krater beim Mond, den Chicard, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Ja, aber beide Himmelskörper sollten auch am Vormittag gut sichtbar sein, ja. Jetzt schauen wir mal, das ist hier ja der erste Kontaktpunkt. Ich gehe hier mal ein bisschen weiter in der Zeit, bis die Venus komplett verschwunden ist. Dann haben wir hier ungefähr den zweiten Kontaktpunkt, 10.55 Uhr und 42 Sekunden. Und ich gehe hier jetzt einfach mal in der Zeit ein bisschen vor, minutenweise, wie lange es denn dauern wird, bis die Venus am rechten Rand des Mondes wieder zum Vorschein kommt, ja. So, ich gehe hier zurück. Dann haben wir hier den dritten Kontaktpunkt. Ja, die Venusscheibe berührt die Mondscheibe. 12.26 Uhr, 27 Sekunden. Da kommt sie langsam wieder zum Vorschein. Ja, ihre beleuchtete Seite ist 12.07 Uhr und ja, ziemlich genau 12.07 Uhr, vielleicht ein bisschen weniger, wo die beleuchtete Seite wieder zum Vorschein kommt und die Mondscheibe verlässt sie dann um 12.37 Uhr. Ja, also ist schon was Tolles, kann man sich anschauen und wie gesagt, seid vorsichtig bei der Beobachtung. So, das nächste, auf das ich eingehen möchte, das ist ein Komet, C2023H2-Lemon. Dazu gehe ich mal, ja, so auf den 3. November an den Abendhimmel um 20 Uhr. So, ein bisschen zurück, auch wieder zurück. Na. So. Wenn wir dort Richtung Westen schauen, dann fliegt der Komet so grob vom großen Bär über den Herkules durch den Adler weiter zum Steinbock. Ich werde mir seine Ephemeride hier anzeigen lassen und dazu gebe ich den Kometen hier ein. Na, C2023H2-Lemon, da habe ich ihn. Mal den kompletten November. Jeweils von 0 Uhr bis 0 Uhr. Und das Datum hier noch eingeben. So, Dezember. Ach, ich gehe mal bis 15. Dezember. Und wir sehen ihn hier so 1., 2., 3. November vom großen Bär über den Herkules hinwegfliegen. Schade, dass er hier nicht da Richtung M13 vorbeikommt. Ja, seine größte Erdannäherung, die hat er so um den 10. November. So, ich habe ihn gerade mal markiert und ich denke so, ja, zwischen dem 8. ja und dem ja 13., 14., da kann man mit dem Fernglas mal Ausschau nach ihm halten. Es wird kein Komet sein, der mit dem bloßen Auge zu sehen ist, aber so um den 10. rum, da hat er seine nächste Annäherung zur Erdbahn und er wird hier mit einer Größenklasse von 7,05 Mach angezeigt. Ja, ist also ein Objekt, das man mit dem Fernglas gut finden kann.
Und auch mit einfachen fotografischen Hilfsmitteln sollte er gut erreichbar sein, ja. Der Komet entfernt sich dann immer weiter von der Erde. Wenn ich dann so auf den 15. gehe, ja, dann ist er hier schon im Steinbock, hat eine Größenklasse von 7,89 Mach. Also auch noch gut mit dem Fernglas zu erreichen. Und das ist was, das kann man im Abendhimmel, den kann man versuchen, da aufzusuchen und ihn zu beobachten. Es gibt auch noch eine Kometenbedeckung am 16. im Sternbild Krebs. Ich gehe mal hier auf das Datum durch. Wir haben hier die beiden Kometen 29P und 62P. Na, da muss ich hier in der Zeit ein bisschen vorgehen, bis der Krebs hier aufgegangen ist. So, wir haben hier den Bienenkorbhaufen Presepe M44. Links davon sehen wir schon 62P. Und jetzt lasse ich mir mal 29P hier auch anzeigen. Wupp, da ist hier ein bisschen weiter drüber. Ach so, ich bin ja hier schon wieder auf dem 17. gesprungen. Dann muss ich hier auf den 16. und dann zentriere ich mal den Kometen und gehe mal hier in der Zeit ein bisschen weiter vor. Ja, das ist in den Morgenstunden, da begegnen sie sich so ich sag mal, wenn man morgens um 5 guckt, ja, werde ich das machen? Nein, ich werde das nicht machen. Also 29P hat eine Größenklasse von 15,69 Mark, ja. Da habe ich ja nicht mal Lust zu fotografieren. Das ist selbst für den Dwarf 2 nicht erreichbar. Und 62P hat 10 Mark, oder wie viel hat er? 10,45. Ja, ein kleines grünes Fleckchen kann man da sehen. Also für Kometenfans ist das was Besonderes, dass man hier zwei Kometen so eng beieinander hat. Aber ich denke wirklich, das Highlight ist doch, wenn man abends hier C2023H2 Lemmen beobachtet. So, kommen wir nun zu den schönsten Himmelsobjekten, die ich als im November gerne beobachte. Es ist so ein grober Schnitt von einfachen Objekten, die man mit ein bisschen Übung leicht finden kann. Ich merke schon, mein Hals kratzt immer mehr. Ja, es wird langsam anstrengend. Ich werde das jetzt mal ein bisschen verkürzt darstellen, aber trotzdem noch so, dass die wichtigsten Objekte mit dabei sind. Die Führung fange ich wie immer im Westen an. Das ist dort, wo die Sonne untergegangen ist. Am Horizont hängt das Sommerdreieck, gebildet aus Altair, Deneb und Vega. Gehe ich weiter Richtung Südwesten, da möchte ich doch gleich mit dem Pegasushaufen anfangen. Ja, im Stammbild Pegasus, das ist das geflügelte Pferd. Wenn man sich hier den Kopf vorstellt und etwas in diese Richtung geht, da kommt man auf diesen schönen Kugelsternhaufen. Den schaue ich mir als immer gern an. So, hier eine Aufnahme von M15 mit dem Dwarf 2. Gerade mal 5 Minuten Aufnahmezeit und man sieht hier auch den Kern des Kugelsternhaufens und einzelne Sterne können da schon aufgelöst werden. Übrigens, der Dwarf 2 bekommt Zuwachs. Ich habe schon ein anderes Smart-Teleskop mir bestellt. Ja, das ist auch schon da. Da kommt ein Unboxing-Video, was ich demnächst machen würde. Mal gucken, kann einer von euch erraten, was das wohl sein wird. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, auf was für Ideen ihr da kommt. Gut, gehen wir weiter an dem Sternenhimmel. So, gerade bei Pegasus, da haben wir unterhalb des Pegasus Wassermann mit Saturn. Gehen wir hier weiter, da haben wir den Bildhauer und im Süden, da gibt es jetzt auch zwei Sachen, auf die ich eingehen möchte. Habe ich noch nicht fotografiert. Zum einen ist das NGC 288, das ist auch ein Kugelsternhaufen mit ca. 8 Mark Hennigkeit und darüber noch die Skulpturgalaxie ebenfalls mit 8 Mark Helligkeit. Also das kann man sich jetzt im November sehr schön anschauen. Vielleicht ist es da um 21 Uhr, ja, vielleicht noch ein bisschen günstiger, bevor es den Meridiantransit hat. Ja, 22 Uhr geht aber auch noch. So, über dem Bildhauer haben wir das Sternbild Walfisch, Fische, Widder mit Jupiter.
gehen wir weiter hoch. Über dem Widder haben wir das Sternbild-Dreieck. Und wenn wir schon hier sind, das ist sehr zenitnah. Also wir können hier die Andromeda-Galaxie, die Dreiecksgalaxie, ja, und auch die Objekte hier in Cassiopeia wunderbar beobachten, dass sie direkt über uns stehen und das... Und dadurch müssen sie natürlich weniger Luft durchqueren und erscheinen dadurch klarer. Und da möchte ich gleich einsteigen mit der Dreiecksgalaxie, die M33. Wir haben hier das Sternbild Andromeda, hier haben wir Mirage. Und vom Mirage geht man diese drei Sterne nach oben, um auf die Andromeda-Galaxie M31, M32 und M110 zu stoßen. Oder man geht gerade in die entgegengesetzte Richtung, da kommt man auf die Dreiecksgalaxie. Auch hier ein Bild von der Dreiecksgalaxie mit dem Dwarf aufgenommen. 52 Minuten Belichtungszeit, ja. Und man kann hier schon schön die Galaxienarme, die Spiralstruktur der Galaxie erkennen. Dann habe ich noch 31, die Andromeda-Galaxie. Die kann man ja schon mit bloßen Augen an einem klaren, dunklen Nachthimmel erkennen. Also wenn der Mond nicht stört, wenn keine Beleuchtung von der Stadt in der Nähe sind, dann sieht man da einen verwaschenen Fleck. Mit einem Fernglas sieht sie, finde ich, am besten aus. Ja, dann bekommt man sie groß drauf. Dieser Durchmesser, den kann man so ungefähr abschätzen, dass das 6-mal der Vollmonddurchmesser ist. Ist also recht groß, ja. Hier unten, da haben wir einen 32. Das ist ein Galaxienkern, der mal durch die Andromeda-Galaxie durchgeflogen ist und den Hauptteil seiner Masse an der Andromeda-Galaxie abgegeben hat. Und hier oben haben wir M110. Eine Besonderheit habe ich hier noch im Pegasus hier gefunden. Und zwar, wenn man zwischen den beiden Sternen Markab und Sheat hingeht, dann gibt es einen Asterismus, ja. Der nennt sich Kleiner Delfin. Ich will gerade mal gucken, ob der auch hier verzeichnet ist. Nein, der ist also nicht drauf. Aber das könnte man mit dem Fernglas probieren. Ich habe ihn auch mit dem Dorf aufgenommen, aber noch nicht bearbeitet. Ja, gehe ich hier mal Richtung Südwesten. Da haben wir das Sternbild Delfin. Ja, da haben wir hier diese vier hellen Sterne und da unten noch einer. Und das Ganze findet sich praktisch als Miniaturausgabe hier im Sternbild Pegasus noch. Da haben wir auch vier Sterne, ja, und einer, der so ein bisschen weiter nach hinten ist. Wie gesagt, ich habe es fotografiert, aber noch nicht bearbeitet. Werde ich vielleicht im Dezember Video machen. Gut, wenn wir hier Andromeda Pegasus sind, auch in dieser Höhe, dann möchte ich auch hier noch auf die Galaxie NGC 7331 eingehen. Also wenn man hier den Pegasus hat, da ist der Kopf des Pegasus, hier sind seine zwei Leuchtenden, dann befindet sie sich ungefähr hier in dieser Gegend, ja, da wird sie auch schon angezeigt, da haben wir sie und sie hat eine Helligkeit von ca. 9,5 Mach, ja, und schwenkt man mit dem Teleskop ein bisschen weiter hier nach unten, da kommt man zu Stephans Quintett, ja, das sind praktisch vier Galaxien, wobei das hier in der Mitte, ja, eigentlich zwei Galaxien sind, ja, diese hier, die steht, gehört auch nicht zu dieser Galaxiengruppe, die steht eher im Vordergrund, auf alle Fälle hat man hier vier Galaxien, die vom dem James Webb Teleskop als eines der ersten Bilder aufgenommen worden sind, ja, also die, wo ein bisschen Erfahrung haben, können sich mal hier an Stephans Quintett heranwagen. Das habe ich nämlich auch aufgenommen. Auch mit dem Dwarf kommt man hier ran. Man erkennt jetzt hier so ein bisschen, ja, diese verbogene Form von NGC 7331, ja. Und hier ein bisschen in dieser Richtung, wenn ich da mal reinzoome, ja. Also dann habe ich hier eine Galaxie, zwei Galaxie, drei Galaxie, das ist die, die mir im Vordergrund ist. Und hier diese zwei Punkten, das ist praktisch diese doppelte Galaxie, wo man hier erkennen kann. Ich gehe hier gerade mal auf die Helligkeiten, 12,6 Mark, 13,53 Mark, hier in der Mitte 15,11 Mark, ja. Also so 14, 15 Mark ist mit dem Dwarf mit 24 mm Öffnung gerade noch so zu erreichen. Gut, dann zoome ich hier mal wieder weiter raus. Gehen wir mal Richtung Südosten, Osten. Da
kündigt sich schon der Winter an. Wir haben hier Orion, der um 22 Uhr Mitte November bereits aufgegangen ist. Interessant wird es in Zukunft, ja, der Orionnebel, den man beobachten und fotografieren kann, den kann man schon mit dem bloßen Auge sehen, ja. Und man muss auch noch ein bisschen warten, bis man das Wintersechseck findet hier im Osten. Zwillinge ist aufgegangen. Da habe ich meine vier Sternhaufen, die ich mir immer wieder angucke. Na, eigentlich sind es fünf. Da haben wir hier zum einen M35 und NGC 2158. NGC 2158. Das Interessante bei diesen Sternhaufen ist, der M35 ist ein offener Sternhaufen mit einer Entfernung von ca. 2800 Lichtjahren, ja. Und nebendran habe ich NGC 2158 mit einer Entfernung von ca. 16.000 Lichtjahre. Also wie gesagt, die stehen zufällig hier in einer Richtung. Der eine mit 2800 Lichtjahren Entfernung und der andere mit 16.000 Lichtjahren. Ja. Und von der Helligkeit, der wo weiter weg ist, hat 8,6 Mach und der vordere hat 5,1 Mach. Den müsste man eigentlich sogar mit bloßem Auge sehen können. Ich habe ihn mit bloßem Auge noch nicht gesehen. Ja. Aber ich werde da demnächst mal drauf achten. Dann haben wir hier noch M37. Das ist auch ein offener Sternhaufen. Hier, wo da im Fuhrmann ist, ja. Und da gibt es noch zwei Sternhaufen. M36, ebenfalls ein offener Sternhaufen. Und wir haben noch M38. Ja, das ist einfach so hier diese Kette, wo ich an Sternhaufen immer rangehe. Rechts von den Zwillingen haben wir das Sternbild Stier. Da möchte ich auch noch schnell auf zwei Objekte hingehen. Das eine ist der offene Sternhaufen der Plejaden M45. Sehr auffällig, ja, das Siebengestirn. Ich selbst kann sechs Sterne hier erkennen, den siebten hier, Pleione und Atlas. Das bilde ich mir ein, dass ich es auflösen könnte, aber es sind tatsächlich bei mir nur sechs Sterne, wo ich erkennen kann. Hier übrigens eine Aufnahme, dass ich auch mit einem Dwarf aufgenommen habe. Hierzu habe ich allerdings auch noch so einen Spike-Filter benutzt. Also der macht da diese Zacken an den Sternen, wie man sie von Newton-Teleskopen kennt. Ja, und ich fand das einfach schön. Man kann ein bisschen hier auch diese angeleuchteten Staubwolken sehen, die von den Plejaden angestrahlt werden. War auch eine recht geringe Belichtungszeit. Das sind 30 Bilder mal 4 Sekunden. Aber ich finde auch ein toller Anblick. So, okay, unterhalb der Plejaden haben wir die Hyaden im Sternbild Stier, auch ein offener Sternhaufen mit dem hellen Aldebaran. Was haben wir denn sonst noch im Stier? Ja, natürlich M1, der Krebsnebel, also die Supernova, die im Jahr 1054 explodiert ist. Na, finde ich sie? Da ist er. Ja, da sieht man hier diesen Überrest dieser Supernova. Alles Objekte, die ich mit dem Dwarf noch fotografieren möchte. Gut. Überhalb des Fuhrmanns haben wir Perseus. Zwischen Perseus und Cassiopeia. Natürlich H&G Persei unbedingt angucken mit dem Fernglas, mit dem Teleskop. Auch hier habe ich eine Aufnahme mit dem Dwarf gemacht. Auch relativ kurze Belichtungszeit, insgesamt 8,3 Minuten. Da sieht man diesen Doppelsternhaufen. Man erkennt die heißen Sterne, die hellen Sterne und man kennt auch die roten Riesen. Auch hier habe ich eine Spike-Maske verwendet, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Also gerade im Teleskop und im Fernglas unbedingt anschauen, unbedingt auch zeigen. Ja. Kommen wir mal weiter, wie gesagt, bei Cassiopeia, da möchte ich noch auf ein Gebiet eingehen, wo man drei Sternhaufen in dem Teleskop sehen kann. Und zwar ist das hier gleich nach Perseus, H&G Persei, wenn man da zwischen den ersten und zweiten Stern vom Himmelsweh bei Cassiopeia geht, da gehe ich hier mal rein. Da haben wir nämlich drei Sternhaufen,
die man sich anschauen kann, die bekommt man auch alle in das Gesichtsfeld eines Okulars rein. Ich habe hier zum Beispiel mit meinem 150 mm Dopsel mit einer Brennweite von 1200 mm, dazu ein 32 mm Weitwinkelokular, dann kann man sie sehen. Und wie das dann ausschaut, das kann ich auch hier auf einem Foto zeigen. Da sieht man hier dieses Gebiet. Dann hat man hier den einen offenen Sternhaufen, hier unten hat man den zweiten und da den dritten. Ich zeige gerade noch mal, wo das hier in Stellarium ist. Ich lasse mir auch die Namen mal einblenden. Das eine ist hier Schmetterlingshaufen, wird er genannt. Hier in der Mitte, da haben wir den sogenannten Rasenmäherhaufen. Und hier bei 44 Kass, da haben wir den Yin und Yang Haufen. So, nochmal darüber. Also das sind diese drei Sternhaufen. Und hier oben, da sieht man auch den Sternhaufen M103. Dazu muss man bloß mit dem Teleskop hier ein bisschen hochschwenken, um ihn zu sehen. Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir mal weiter auf den Pac-Man-Haufen. Ja, der ist auch sehr schön zu sehen. Der sieht so aus, ja, wie die Spielfigur Pac-Man. Ja, er sieht so rund aus, hat hier eine Öffnung wie ein Mund und da hat er sogar ein kleines schwarzes Auge. Auch den habe ich fotografiert. So, das gehört zu einer meiner ersten Aufnahmen. Ja, hier sieht man praktisch den offenen Mund. Hier ist es ein bisschen dunkel, ja. Und ich habe das nur mit 15 Minuten belichtet. Da gibt es einige Objekte, wo ich am Himmel sehe, beziehungsweise jetzt auch, wenn ich meine Monatsvorschauen durchführe, was ich alles noch fotografieren will, ja. Und das braucht ja Zeit und das braucht ja auch guten Himmel und da darf der Mond nicht stören, ja. Und ein unwahrscheinlich tolles Hobby, ja, wo man sehr viele Stunden damit verbringen kann und man ist in der Natur und so, also ja, Astronomie, also mir macht das einfach super Spaß. So, wo war ich denn? Ja, bei der Cassiopeia. Ich gehe weiter Richtung Nordosten, Richtung Norden, der große Bär, der ist tief am Horizont, verlängert man die hinteren den Abstand der hinteren beiden Sterne um das Fünffache, kommen wir auf den Polarstern. Um den scheint sich ja der Sternenhimmel rundherum zu drehen. Das ist natürlich nur eine Täuschung. Die Erde dreht sich unter dem Sternenhimmel hinweg. Gehen wir dann weiter über den kleinen Bär mit dem Polarstern. Da haben wir noch den Cepheus. Auch beim Cepheus, da gucke ich mir immer wieder den Granatstern an. Ja, man sagt, das ist der roteste Stern am Himmel, wo man sehen kann. Gut, und gehe ich wieder zurück Richtung Nordwesten, haben wir unter dem Cepheus das Sternenhimmel Drache, gefolgt vom Herkules. Ja, wir sind damit wieder im Westen angelangt, wo die Sternführung begonnen hat. Ja, mein Hals lässt jetzt auch immer mehr nach, er schmerzt immer mehr. Ja, aber trotzdem, es hat mir riesen Spaß gemacht, diese Himmelsvorschau für den November 2023 zu erstellen. Ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freut es mich, wenn ihr mir ein Like gebt. Mich freut es noch mehr, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt, dass ich mit euch interagiere. Und am meisten freut es mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder ihr könnt auch hingehen, könnt ja dieses Video teilen. Dadurch wird der Kanal noch bekannter und noch mehr Leute können sich diese Himmelsvorschau von mir anzeigen lassen. Ich wünsche euch allzeit clear skies. Macht's gut. Tschüss.